So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, vielen Dank. Ich werde mich jetzt auch ein bisschen beeilen. Kleines Missverständnis, ich arbeite nicht für die Deutsche Plattform für Gesundheit, sondern ich bin hier beim DGB zuständig für die Gesundheitspolitik. Deswegen will ich auch direkt damit anfangen. Der Thomas Gebauer hat heute Morgen in seiner ersten Rede schon darauf hingewiesen, die Frage von Wirtschaft und Gesundheit, wie das zusammenhängt. Alles, was Sie, was ihr jetzt hier seht, die nächsten Folien und was ich sagen werde, geht eigentlich von einer anderen Sichtweise aus, nämlich, dass Gesundheit notwendig ist, um ein selbstbestimmtes und dazu gehört ein selbstfinanziertes Leben zu führen. Und dann sind natürlich die Verrechtlichung von Gesundheit bzw. Bürgerrechte eine notwendige Geschichte und auch sonst wie Ökonomie ist notwendig, weil irgendwo muss das Geld für das selbstbestimmte Leben auch herbekommen. Aber im Mittelpunkt steht erstmal der Mensch und wie er einigermaßen stolz und selbstbestimmt durch sein Leben kommen kann. Deswegen will ich auch ein paar andere Schlaglichter, glaube ich, werfen auf die Debatte und auch wenig biologisch, technisch, medizinisches von mir geben. Also, wir gehen erstmal davon aus, dass das ganz große Thema eigentlich der Weltfriede ist. Wenn wir schon über Sicherheit reden den ganzen Tag, bedeutet das, was ist größer, ihr kennt es alle, und täglich grüßt das Murmeltier. Ich persönlich trinke gerne auf den Weltfrieden. Darum geht es. Der Weltfriede kann, und das ist eine alte Erkenntnis, nach dem Ersten Weltkrieg nur auf die Dauer, nur auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden. Das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse aus den großen Völkerschlachten des Ersten Weltkriegs und ist verankert in der Präambel der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation. Für manche ist wahrscheinlich die Abkürzung ILO, International Labour Organization, wesentlich gebrauchsfertiger. So, davon ausgehend brauchen wir ein System sozialer Sicherung, um nicht nur den Weltfrieden, sondern auch den sozialen Frieden in einem Land, in einer Region, auf einem Kontinent und zwischen den Kontinenten und überhaupt auf der ganzen Welt herzustellen. So, jetzt gibt es verschiedene Strategien für die Herstellung transnationaler sozialer Sicherung. Wir haben heute schon darüber gesprochen, Thomas hatte darauf hingewiesen, eine Debatte und die Anerkennung von Grundrechten. Einklagbare Grundrechte sind ein wichtiger Gesichtspunkt. So, die Erkenntnis der Französischen Revolution, von Geburt an und unveräußerlich, kann man sich ab und zu mal wieder vor Augen führen, dass auch das Recht auf Gesundheit angeboren und unveräußerlich ist. So, dann gibt es staatliche Vereinbarungen auch zur Anerkennung, zur Ratifizierung von Grundrechten. Das muss man im Blick behalten. Solange die Grundrechte nur auf dem Papier stehen, nicht angenommen sind und schon gar nicht verwirklicht sind, sind sie zwar da, aber nicht verwirklicht. Also, das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Dann dafür notwendig als Instrumente können internationale Organisationen oder Staatenbündnisse sein. Staatenbündnisse, also internationale Organisationen wie die WHO, darum kreist es ja heute schon geraume Zeit, oder auch wie die Internationale Arbeitsorganisation, die ILO, oder Staatenbündnisse von G20 bis G7 oder bis R2D2. Völlig egal, Hauptsache wir nehmen das zum Anlass, da unsere Ansichten einzubringen. Dann haben wir unterstaatliche Bemühungen. Das darf man auch nicht vergessen. Nur das Blicken auf den Staat bringt uns nichts. Das ist eine tiefere Erkenntnis der Organisationen, für die ich arbeite, der Gewerkschaftsbewegung, dass der Staat zwar manchmal ganz hilfreich sein kann, aber dass er leider nicht alles geregelt bekommt und auch schon lange nicht Einsicht in alles hat. Schon gar nicht auf die Mikroebene, wo die Leute um ihr Überleben kämpfen. So, dann. Unterstaatliche Bemühungen ist die ganze Frage von sozialer Dialog. Heißt es im internationalen Kontext gerne Social Dialog. Bei uns ist dann die Ausformung die Sozialpartnerschaft da, wo dann Arbeitgeber, Verbände und Gewerkschaften sich zusammensetzen und Sachen verhandeln. Oder unterstaatliche Bemühungen wie soziale Dienste und Sozialversicherungen. Das eine steuerfinanziert, das andere beitragsfinanziert. Wir werden heute nicht darüber reden können, welche Vorteile und welche Nachteile das jeweilige System hat, aber wir müssen uns zumindest zur Kenntnis nehmen, dass es beide Systeme gibt. Auch hier in diesem Land. Mein Thema ist ja von Deutschland aus erstmal sich nach vorne zu arbeiten. Oder nach oben oder nach unten, mir egal.
So, das ganze System der gesundheitlichen Sicherung, der sozialen Sicherung ist aber extrem abhängig. So, soll ich auch noch lächeln? Danke, Anne. Von der jeweiligen nationalen Wirtschafts- und Sozialordnung. Wenn wir mal ein bisschen auf das Wirtschaftssystem auch eingehen, das wurde ja heute schon mal als Kapitalismus identifiziert. Jedenfalls ist es notwendig von der ist abhängig von der nationalen Wirtschafts- und Sozialordnung abhängig, auch das, was wir fordern oder fordern können oder wo die Spielräume sind für eine Gesundheitspolitik oder für eine Politik, für eine soziale Sicherung, die nicht nur das eigene Land im Blick hat. So, die Ausgangslage in unserer Republik mal kurz zusammengefasst ist, wir haben den Sozialstaat als Verfassungsgebot. Das heißt, anders als in anderen Staaten brauchen wir nicht mehr darum zu kämpfen, dass es sowas wie soziale Marktwirtschaft, ich will das nicht vermengen, also bei uns ist sozusagen das Sozialstaatsgebot schon in der Verfassung verankert. Ist zwar ein bisschen allgemein, aber kann durch die Sozialgesetze konkretisiert werden und davon gibt es einige. Und jedes dieser Gesetze ist eine prima Andockstelle für Politik, auch für uns hier, um uns zu engagieren. So, dann haben wir die sogenannte soziale Marktwirtschaft als Wirtschaftsordnung. Die wird ja manchmal lieber genommen als der Sozialstaat. Das sind aber unterschiedliche Sachen. Der Sozialstaat ist ein Verfassungsgebot. Die soziale Marktwirtschaft ist die Benennung einer Wirtschaftsordnung zwischen Befehlswirtschaft und freier Wirtschaft. Aber mit Wirtschaftsordnungspolitik wollen wir uns heute ja nicht beschäftigen. So, dann haben wir hier die beitragsfinanzierten Sozialversicherungen. Und ganz wichtig, die werden nicht vom Staat getragen, sondern die werden von den Sozialpartnern getragen. Deswegen gibt es auch für manche diese dusseligen Sozialwahlen, um das mal so zu sagen, weil die tatsächlichen Träger der Sozialversicherung, die Trägerorganisationen sind die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften. Auch wenn der Staat gerne mit dem Geld der Beitragszahler die Politik finanziert oder auch durch Gesetze immer weiter Spielräume einschränken. So, und dann haben wir die steuerfinanzierten Leistungen und Einrichtungen sowie der öffentliche Gesundheitsdienst. Gleichzeitig, trotz dieser, also die Ausgangslage hat natürlich auch immer was damit zu tun, wie ist denn die Situation bei uns in Deutschland? Und wir haben in Deutschland nicht nur eine verfestigte soziale Ungleichheit, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern wir haben eine zunehmende soziale, gesundheitliche und ich glaube, das ist das Wichtigste für politische Aktion oder politische Einflussnahme, eine zunehmende politische Ungleichheit. Das wissen wir seit dem aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, wo es einen großen Streit darum gab, ob die Feststellung, dass es eine zunehmende, dass soziale und politische Ungleichheit miteinander einhergeht, ob das überhaupt in diesen offiziellen Armuts- und Reichtumsbericht hineingeschrieben wird. Glücklicherweise gab es mal einen Beschluss, dass alle Gutachten zum Armuts- und Reichtumsbericht ebenso parallel veröffentlicht werden müssen. Und da gibt es ein großes Gutachten zu dem Thema politische Ungleichheit, wie politische Ungleichheit auch zu merkwürdigen Entscheidungen in der Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik führt. Das läuft allerdings unter dem sozialwissenschaftlichen Begriff der Responsivität. Darf man sich aber nicht von beirren lassen. Liest sich sonst auch ganz verträglich. So, die aktuelle Politik, die haben wir ja heute schon hin und her bewegt, deswegen mache ich das relativ kurz und ziemlich schnell. Der G20-Prozess, der dieses Jahr auch mit einem S20-Dialogforum mit der Wissenschaft verknüpft ist, W20-Dialogforum mit Frauen aus der Wirtschaft, da wo die Trump-Tochter dann neben der Kanzlerin auftreten durfte, für diejenigen, die die TV-Verknüpfung im Kopf brauchen. Dann haben wir das B20-Dialogforum mit den Wirtschaftsverbänden, Labour 20 Dialogforum mit den Gewerkschaftsvertretern, T20 und etc. noch und 20 und C20 mit den Nichtregierungsorganisationen. So, also jeder kann sagen, er war zumindest eingeladen. So, ob das was nutzt, ich meine, das sind alles Vorhersagen, dafür bin ich nicht in der richtigen Gehaltsgruppe hier beim DGB, ich bin Sekretär und kein Prophet. Aber es sind zumindest alle wesentlichen Player sind eingeladen, mit der Kanzlerin Bilder zu machen. Und das wird auch passieren. Darf man sich aber auch nicht von beirren lassen, von den schönen Bildern. Was ein bisschen bedeutsamer ist für die soziale Sicherung oder für die Systeme sozialer Sicherung, ist die Frage, dass es maßgebliche Unterschiede gibt, wie herangegangen wird zwischen dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
Und das hat was damit zu tun, dass das Gesundheitsministerium die Frage der sozialen Sicherung leider null im Blick hat in diesen ganzen Prozessen, sondern sich rein auch mit Antibiotikaresistenzen und so beschäftigt. Das hatten wir aber schon. Deswegen ist das jetzt hier ein anderes Panel. So, die aktuelle unterstaatliche Politik sieht ja so aus, dass wir hier Teile, als lustige Teile der Zivilgesellschaft, NGOs, uns sehr mit der WHO beschäftigen und dort versuchen dann Einfluss zu nehmen. Dann haben wir die halbstaatlich, habe ich das jetzt mal genannt, das ist jetzt politikwissenschaftlich nicht ganz korrekt, halbstaatlich, aber na, lassen wir das mal. Die Sozialversicherung auch auf internationaler Ebene in Zusammenschluss haben, die Internationale Vereinigung für soziale Sicherheit oder auf Englisch ISSA, International Social Security Association. Das ist eine kleine Organisation, internationale, immerhin der Sozialversicherung, die auch versuchen, das Thema der sozialen Sicherung weltweit nach vorne zu treiben. Sollte man vielleicht so zwischen dem Supertanker WHO, dem Schlachtkreuzer ILO, mehr so eine Art kleines Schnellboot. Aber zumindest ein Ansatzpunkt, wenn wir schon über Sicherheitspolitik die ganze Zeit reden. Zivilgesellschaft, ja, auch dazu gehören Gewerkschaften. Wir versuchen uns dann auf internationaler Ebene anders zu organisieren. Ich nehme jetzt mal den Internationalen Gewerkschaftsbund, weil jede Gewerkschaft noch ihre eigenen internationalen Zusammenschlüsse hat, und die Internationale Arbeitsorganisation. Wenn man sich fragt, was hat eigentlich diese ILO mit der Gesundheit zu tun, dann will ich nochmal zu meinem Ausgangspunkt zurückkehren. Es geht darum, bei Gesundheit ein möglichst selbstbestimmtes und selbstfinanziertes Leben zu ermöglichen. So, und dann hat die Frage von Gesundheit am Arbeitsplatz, Occupational Health and Safety, um da mal den Fachbegriff in den Raum zu werfen, schon maßgebliche Auswirkungen genau auf dieses selbstbestimmte, selbstfinanzierte Leben und auch alles, was drumherum passiert. Also nicht nur die abhängig Beschäftigten, sondern wir haben den Arbeitgebern und den Regierungen vor einigen Jahren abtrotzen können, dass der Arbeitnehmerbegriff ein wesentlich größerer ist, nämlich dass es um alle abhängig Beschäftigten, auch im informellen Sektor, alle Praktikanten, Auszubildenden, eigentlich alle, die ein bisschen arbeiten für Geld oder auch für Nichtgeld, und deren Angehörige geht. Da dürften wir in nahezu jeder Gesellschaft über 80% der Bevölkerung mit abdecken, Rentner und Arbeitslose sowieso. So, das ist die aktuelle unterstaatliche Politik, wie sie so derzeit betrieben werden kann. Zur ILO noch mal eins. Ganz aktuell läuft eine Diskussion über die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich. Ich hatte das eben schon mal kurz dem Thomas gezeigt. Also beschäftigt sich also tripartistisch, weil Staat, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften gerade mit der Frage Verbesserungen der Beschäftigung und der Arbeitsbedingungen in den Gesundheitsbereichen. Ganz aktuelle Diskussion ist gerade im April das erste Mal diskutiert worden und wird in der ILO weiter. Danke. 3 Minuten noch, das geht. So, jetzt aber kommen wir zur Gretchenfrage. Was können wir eigentlich hier tun, außer schöne Vorträge halten, den schönen Vorträgen zulauschen und kluge Fragen zu stellen? Ich bin immer der Meinung, Mitmischen is possible. Wer kann, der sollte auch. Weil es ist so, meckern ist sehr preiswert, tun ist an der Stelle Gold. So, und es geht darum, die Mission, wenn man schon über Mitmischen Possible spricht, Mission ist die Gestaltung der transnationalen sozialen Sicherung und die nicht den gewinnstrebenden, den vermögenden Einzelpersonen wie den Gates zu überlassen und irgendwelchen technokratischen Expertinnengrüppchen, sondern das selber zu machen. So, jetzt ist dann immer die Frage, die man meistens hört, ja, aber wo denn? Ja, also wer es hier noch nicht mitbekommen hat, der kann natürlich überall. Man kann sich bei Medico engagieren, man kann sich bei Gewerkschaften organisieren, bei vielen Nichtregierungsorganisationen, und ich kann auch immer sagen, es gibt für jede politische Meinung gibt es in Deutschland auch eine Partei, in der man sich engagieren kann. Da muss man viele Umwege nicht gehen, um das mal so zu sagen. Man kann sich da für jede seiner Themen engagieren und für Mehrheiten kämpfen. So, und die Herausforderungen, vor die wir stehen, sind einfach auch so, dass wir jeden brauchen, der kann und der will. Also manche, weil es geht darum, dass wir unseren Sozialstaat in Deutschland und auch darüber hinaus weltweit die Staaten weiterentwickeln müssen zur Bekämpfung der Ungleichheit.
der sozialen, gesundheitlichen und politischen Ungleichheit. Es geht um die Stärkung, das verzeiht ihr mir, Sie mir, dass ich da als Gewerkschafter nochmal extra Augenmerk drauf lege, Stärkung der abhängig Beschäftigten, inklusive Erwerbsloser und Rentnerinnen und ihrer Angehörigen. Dazu sind Gewerkschaften ganz gut geeignet. Was Besseres hat man auch noch nicht erfunden dafür. Dann den Ausbau der sozialpolitischen Einrichtungen, Sozialversicherungen und öffentliche Gesundheitsdienste zum Beispiel, unter anderem. Dann die Stärkung der internationalen Organisationen, die auch dieses internationale oder Menschenrecht durchsetzen können, UN, ILO, WHO sowie ISA. Und die Belebung der selbstorganisierten Zivilgesellschaft mit starker Mitgliederstruktur. Und da sage ich auch, das muss man einfach gegen die hochvermögenden Einzelpersonen einsetzen. Es geht darum, möglichst viele Menschen mitzunehmen, eine Massenbasis zu organisieren, damit man sich nicht auf den Weg macht, von einer kleinen Clique zur Machtdurchsetzung zu kommen. An der Stelle sage ich dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich habe mich im zeitlichen Rahmen gehalten.